Hallo, liebe Rasenfreaks! Ja, der Rasenfreak ist in Action. Ihr habt ja gesehen, wie ich mit einer richtig fetten Bodenfräse hier diese Fläche hier hinten umgefräst habe, umgegraben habe. Da haben viele auch gesagt, hätte es mal eine Umkehrfräse nehmen sollen. Eine Umkehrfräse zerhackt auch den Boden. Und aber den Boden in die tieferen Schichten ein. Also holt den Mutterboden nach oben und vergräbt alle dicken Stücke und vor allen Dingen auch die Steine unten. Hätte man auch machen können. Mir war es besonders wichtig, die Grasnarbe zu zerhacken, also klein zu hacken, damit ich nicht irgendwelche dicken Grasnarbenbrocken unten im Boden drin liegen habe, die sich nur sehr schwer zersetzen. Deswegen fräse ich jetzt mit so einer ganz kleinen Hecht-Elektrofräse mit Kabel. Von meinem Vater habe ich von meinem Vater geerbt. Fräse ich jetzt nochmal diese Fläche durch. Das Ding ist echt Wahnsinn. Also kann ich gleich nochmal zeigen. Oh, es riecht so herrlich nach frischer Erde. Ja, das ist die Hecht-Gartenfräse. Hat 93 dB. Fühlt sich viel leiser an. Hecht 745. Ein 1500 Watt Motor, macht 400 Umdrehungen pro Minute und die Messer haben, ich würde mal behaupten, einen Durchmesser von 205 mm und die Breite, die Arbeitsbreite ist 400 mm. Hängt also ein Kabel dran, muss ein bisschen aufpassen. Und die hat so richtig Leistung, das ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt den 19. September und heute sollte eigentlich der Garten- und Landschaftsbauer kommen und hinten mit der Erweiterung der Arbeitsfläche beginnen. Der kommt jetzt erst am Donnerstag, am 21. glaube ich. Und er fängt auch erst bei der Nachbarin an. Egal, ja, und dann müssen wir hier noch alles schön wieder verdichten, dass nichts mehr absackt, wenn Rasen gesät wird. Es muss noch neuer Mutterboden mit Sicherheit hier raufgebracht werden. Da wird dafür einige Kubikmeter, um die ganze Fläche halt hier ein bisschen gleichmäßiger nach hinten weglaufen zu lassen. Und ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr fertig kriegen werde. Hier fällt noch mal ein Blick auf die andere Fläche. Einmal ein kleiner Schwenk hier rüber. Genau, sehr schön. Ja, die Würmer sind wieder aktiv. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist echt traumhaft, wie die Natur sich regeneriert. Also monatelang war hier praktisch alles tot. Die Hitze, die Trockenheit. Und jetzt hat es 2 Wochen geregnet. Es regnet jeden Tag. Es ist traumhaft für Rasen und für die Natur. Und jetzt kommen die ganzen Würmer wieder raus. Jetzt sind plötzlich alle wieder da. Also es ist Wahnsinn. Also entweder sind die ganz tief unten gewesen, haben da abgewartet, bis es dann mal wieder regnet. Oder sie haben, was weiß ich, sich neu vermehrt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben wieder schön viele Würmer. Wir haben heute Morgen, heute ist Montag, haben wir erstmal die ganze Fläche gebürstet mit der Swatman-Bürste. Und heute Nachmittag, wenn alles schon abgetrocknet ist, werde ich sie dann wieder mähen. Und ja, sie sieht nicht schlecht aus. Man sieht immer noch den Unterschied zwischen Pratensis und Festuca-Dominanz. Und Agrostis lunifera dominans, das wird doch nicht weggehen. Und deswegen werden wir die Agrostis tatsächlich erneuern. Ja, soweit ein kurzer Status vom Rasenfreak. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mit meiner Hecht-Elektro-Fräse diese Fläche bearbeiten. Und könnt ihr gerne noch ein bisschen zuschauen, wenn ihr mögt. So. Ach, dieser Mutterboden ist herrlich. Ich muss euch nochmal diesen Mutterboden zeigen. Es ist ein Traum. Ein traumhafter Boden. Es hat gerade wirklich geregnet. Also total krümelig. Der absolute Wahnsinn. Auch schön viel Organik noch drin. Schwarzer Boden. Ja, ich habe ja auch mal gesagt, ja, Sand. Sandige Rasentragschichten sind natürlich für extreme Rasenflächen, für Golfplatzgrün. Das ist genau richtig. Aber für unsere normalen Gärten ist ein guter, krümeliger, sandiger Mutterboden tatsächlich viel besser, viel einfacher zu pflegen. Diese reinen Sandböden, die sind so extrem, da muss man so viel Arbeit und Pflege reinstecken und man muss so gezielt bewässern und düngen, weil das Wasser ja leicht abfließt, weil die Nährstoffe nicht gehalten werden.
Das, ja, das kann man machen, aber ich halte das tatsächlich für den normalen, schönen Garten, für die normale, schöne Rasenfläche nicht notwendig. Das sagt auch Christian von Grasshopper. Lass deinen Boden, wie er ist, der ist doch super. Einfach alles hier schön neu planieren, schön dafür sorgen, dass der Boden wirklich gut verdichtet ist, dass er nicht mehr wegsackt. Dann eben diesen Mutterboden, den wir hier aus der Gegend auch bekommen. Wir sind hier in der Südheide, da ist halt sehr viel Sand auch schon im Mutterboden drin. Haben auch eine sehr gute Firma, die sehr guten Mutterboden liefert. Haben wir ja auch für die Südkante verwendet. Den werden wir wieder hier drauf packen und dann werden wir einfach hier neu sehen. Und dann ist gut. So, Schluss, genug gequatscht. Okay, Attacke jetzt. Los geht's. Ungefähr 100 Quadratmeter hier, 110 Quadratmeter, die wir jetzt hier bearbeiten, ungefähr. Und ja, dafür reicht selbst so eine kleine Fräse echt aus. Ne? Klar, es dauert für eine Stunde. Dann habe ich das hier einmal durchgefräst. Und ich finde das echt toll, wie robust diese kleine Fräse ist. Ich hatte so eine alte Mantis-Fräse, glaube ich, mal gezeigt in irgendeinem alten Video. Die war laut, aber auch nicht schlecht. Aber die ist echt cool, bis auf das Kabel, da muss man eben immer aufpassen. Das kann schnell mal schief gehen. Silberrahmenfreaks, ja, und wieder war mal der Akku in alle, nämlich der Akku von meinem Lavaliermikrofon. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, die Fräse funktioniert echt super. Und jetzt wird sich das wieder schön durch die ganzen Mikroorganismen, durch die Würmer wird sich jetzt wieder hier diese noch kleiner gehackte Grasnarbe weiter zersetzen. Da sind immer noch so Stückchen drin, immer noch nicht so ganz weg, die Grasnarbe, aber das ist jetzt, glaube ich, langsam gut. Sonst machen wir es ein paar Wochen nochmal. So lange, bis hier wirklich alles schön wieder zum Mutterboden geworden ist. Außerdem verhindert natürlich das regelmäßige Durchfräsen, dass hier irgendwelche Unkräuter oder jetzt unerwünschte Gräser auflaufen. Dann der neue Mutterboden drauf und dann wird nachgesät. Vielleicht noch im Herbst, aber vielleicht auch im Frühjahr. Jetzt fliegt da ein Hubschrauber vorbei. Egal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer sehr über ein Abo. Ich freue mich über einen Daumen. Und das ist mein neuestes Video. Und das Video hat der Algorithmus für euch ausgesucht. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Rasenfreak.